Monkey Island 2 ist für mich der Einstieg in die Reihe gewesen. Teil 1 habe ich erst später nachgeholt. Lustigerweise war mir das aber damals nicht klar gewesen, denn Monkey Island 2 kam zu mir als Raubkopie von meinem älteren Cousin. Ich habe es noch genau vor Augen, wie er mir damals im Schulbus mehrere Disketten in die Hand gedrückt hatte mit unterschiedlichsten Spielen. Darunter absolute Klassiker, die hier bestimmt auch nochmal im Rückblick vorgestellt werden. Auf 5 von diesen Disketten stand Monkey Island – LeChuck's Revenge. Oder wie ich es gelesen hatte, Moniki Island – LeChuck's Revanche. Und dann war die Version darauf auch noch mit englischen Texten, welche ich damals noch nicht verstanden habe. Optisch hat mich das Spiel aber gleich angemacht mit seiner bunten Zeichentrickoptik. Auf meinem 386er war es zu diesem Zeitpunkt eines der schönsten Spiele, die ich bis dahin überhaupt gesehen hatte. Mit seinen 256 Farben und insgesamt mehr als 6,4 Millionen Pixeln. Ohne selbst ein Wort Englisch zu können, bin ich natürlich nicht weit gekommen. Aber zum Glück hatte ich einen Schulfreund, der hatte bereits Moniki Island gespielt. Auf Deutsch und wusste deshalb, was wir zu tun haben im Spiel. Als erstes müssen wir in die Scumbar, hat er mir gesagt, und mit dem Knochen den Hund ablenken. Was er beschrieb, war natürlich Teil 1. Aber obwohl wir vor meinem PC gesessen haben, haben wir nicht geschnallt, dass es sich um Teil 2 handelt. Irgendwann kam dann mal mein Cousin zu Besuch und hat mir auf dem leichten Schwierigkeitsgrad das Spiel bis kurz vorm Finale durchgespielt. Dabei hat er mir auch erzählt, was die Charaktere so erzählen. Es stand ja alles in Englisch da. So war meine erste Erfahrung mit Monkey Island 2 quasi ein Let's Play der englischen Version auf dem leichten Schwierigkeitsgrad, in dem viele Rätselketten verkürzt sind. Aber so habe ich gelernt, wie LucasArts Adventure funktionieren. Und gelacht habe ich ohne Ende. Ich fand das einfach wahnsinnig witzig, wie Guybrush im Kostümverleih ein Kleid für die Kostümparty bekommt oder wie Guybrush die Hose runterrutscht, wenn er den Knochen von Lagos Onkel auf dem Friedhof ausgegraben hat und triumphierend in die Höhe reckt. Überhaupt die Voodoo-Puppe mit der Voodoo-Lady im Sumpf. Ich war einfach hin und weg. Ich habe dann noch oft versucht, die englische Version auf leicht durchzuspielen, rein aus dem Gedächtnis heraus, wie ich es bei meinem Cousin gesehen hatte. Später, als ich dann langsam ab der 5. Klasse Englisch gelernt habe, konnte ich zumindest Bruchstücke, also einzelne Wörter, verstehen. Wo ich aber scheiterte, war die Suche nach dem Schatz Big Whoop auf Dinky Island. Dort muss man dem Papagei Kekse geben, dafür verrät er einen den richtigen Weg durchs Dschungellabyrinth. Mann, habe ich da viele Stunden drin verbracht, weil ich es einfach immer wieder auf gut Glück versucht hatte. Bis ich mich dann eines Tages mit dem Ponds Englisch-Wörterbuch bewaffnet hingesetzt habe und mir den Text vom Papagei Stück für Stück übersetzte. Das war eine stundenlange Arbeit, aber ich habe es geschafft. Am Ende scheiterte ich dennoch an LeChuck. Wieder einige Jahre später habe ich mir dann die 10 Adventure Box von LucasArts gekauft. Dort waren alle klassischen Adventure von LucasArts drin, von Maniac Mansion bis Sam & Max. Und natürlich auch Monkey Island 2. Diesmal auf Deutsch. Jetzt war es an der Zeit, sich endlich bis zum Finale durchzukämpfen. Natürlich immer noch auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad. Diesmal klappte es endlich. Immer noch bewaffnet mit dem Wissen aus dem Live-Let's Play meines Cousins, besiegte ich LeChuck. Aber es wartete natürlich noch immer eine Hürde auf mich. Der schwere Schwierigkeitsgrad. Und ich kann voller Stolz sagen, ich habe Monkey Island 2 auf schwer, komplett, ohne Hilfe durchgespielt. Es hat halt mehrere Jahre gedauert, aber ich hab's durchgespielt. Besonders lange habe ich am Kartenteil gehangen, dass man auf Booty Island für die unfassbare Summe von 6 Millionen Goldstücken kaufen kann. Ich hatte schlicht keine Idee, wo ich an so viel Gold rankommen sollte. Ich bin unzählige Male über die Inseln geschippert, ohne auf die Lösung zu kommen. Aber auf Scab konnte man ja einem der Piraten das Holzbein polieren. Da gab es jedes Mal ein Goldstück für. Vielleicht? Nein.
Das kann doch nicht die Lösung sein. Ich kann den Piraten doch nicht 6 Millionen Mal das Bein polieren müssen. Naja, aber bevor ich nicht weiterkomme... Also habe ich mich hingesetzt, Musik angemacht und habe den Piraten das Bein poliert. Viele tausend Male. Um es gleich zu sagen, nein, so kann man nicht das Gold zusammenkriegen. Die richtige Lösung lautet, man muss den Spuckwettbewerb gewinnen. Dafür muss man in der Bar auf Scab Island sich 3 Drinks kaufen. Die kann man übrigens nur kaufen, weil man sich vorher in der Bücherei auf Booty Island einen Büchereiausweis geholt hat. Aus den Drinks mixt man sich einen grünen Drink, der die Spucke dick macht. Das reicht aber natürlich noch nicht, um den Wettbewerb zu gewinnen. Hier ist Schummeln angesagt. Also tutet man in das Horn, das man im bereits erwähnten Laden mit der Schatzkarte kaufen kann, bläst hinein und der Leiter des Spuckwettbewerbs denkt, dass das Postschiff angekommen ist und geht hin. Nun schnell die Fähnchen umstellen und tada! Reicht immer noch nicht. Nur zum richtigen Zeitpunkt, wenn der Wind richtig steht, kann Guybrush weit genug spucken. Zu erkennen an der wehenden Schärpe bei den Zuschauern. Uff. Naja, die gewonnene Spuckplakette kann man dann mit ein wenig Verhandlungsgeschick im Laden für 6000 Goldstücke verkaufen. Mit der Kohle kann man dann das Glasbodenboot von Captain K chartern. Fun Fact: Man kann das Holzbein des Piraten so lange polieren, bis man die 6000 Goldstücke für Captain K zusammenkriegt. So kann man zumindest das Rätsel mit dem Spuckwettbewerb umgehen. Naja, nun ist es ja ganz einfach. Im Rolodex der Bücherei hat man ja sicherlich zuvor das Buch über untergegangene Schiffe gefunden. Mit den dort gefundenen Koordinaten findet man eine Galeone mit dem legendären Affenkopf. Diesen kann man nun für so viel Geld im Laden verkaufen, dass es für das Kartenstück reicht. Mir ist das Rätsel natürlich deswegen so sehr im Gedächtnis geblieben, weil ich zuvor stundenlang das blöde Holzbein poliert habe. Das war echt kein Spaß. Aber dann irgendwie doch. Am legendären Monkey Ranch habe ich natürlich auch noch ein paar Jahre gehangen. Den Affen habe ich schon relativ früh mitgenommen, aber bis ich mal durch Zufall einfach alle Gegenstände an der Wasserpumpe eingesetzt habe, sind viele Monde vergangen. Ich weiß noch, wie platt ich war, als Guybrush den Affen aus der Tasche gezogen hat und damit die Pumpe festzog. Ich war so fertig aufgrund der obskuren Lösung, dass ich erstmal Pause machen musste, bevor ich weiterspielen konnte. Letztendlich habe ich Monkey Island 2 über einen Zeitraum von vielen, vielen Jahren immer wieder gespielt, bis ich es dann endlich durchgespielt hatte. Von daher wird Monkey Island 2 auf ewig in meinem Herzen bleiben. Es hat sich einfach derart in mein Gedächtnis gebrannt, dass ich es heute ohne Probleme wieder durchspielen konnte. Ich habe mich noch an jedes Rätsel und jeden Gegenstand erinnern können. Und natürlich die Musik. Die unfassbar tolle Musik. Wenn das Intro spielt, bin ich sofort wieder zu Hause, in meiner Insel-Piratenwelt. Es ist so krass, dass ich wieder tagelang meine liebsten Melodien während der Arbeit vor mir hergepfiffen habe. Ein wunderbares Spiel und der Auslöser meiner langen Jahre anhaltenden Adventure-Leidenschaft. Besonders den von LucasArts. Vielen Dank.